In this video, I'm crossing a very old, dangerous bridge. I will show you how to open and eat the baobab fruit. I am passing by cane sugar plantations. Trying out some local food in a small local restaurant. Taking a bath in the hot springs of Kikuletwa. Enjoying a cool, refreshing Kilimanjaro beer. Making ridiculous jokes with my friend Hillary. Paying a visit to the Olpopongi Maasai village. And chasing wild animals with my MTB. Genau hier, also man muss genau hier auf dieses Seil treten, hier, und sich dann entlang balancieren. Könnt ihr euch noch an das kleine kurze Video, dieses 2- oder 3-minütige Video über die Baobab-Frucht erinnern? Leute, das ist eine Baobab-Frucht. Baobab, right? Yes, Baobab. Okay, do you want to open? Yeah, sure. Okay, so you can eat it, right? Inside. Okay. Oh. Okay. Okay. So, and what do you eat? This one here? Yeah, you just swallow it. Then you spit the seed. Okay, let me try. So I just take this one, yeah. And then chew it? No, chewing, swallow it. Swallow this big piece? No, swallow, just like... Okay, so just, taste it. Yeah. Okay, we'll try. Then you spit out the seed. Ah. It's a little bit sweet. Yeah, a bit of sugar. Okay. So it tastes more sweeter. Okay, eine Frage an euch, alle, die ihr dieses kleine Video seht. Kennt ihr Baobab und habt ihr das schon mal gegessen? Das gibt es auch in verschiedenen Zubereitungsarten, die zeigt ihr mir gleich im Geschäft. Schreibt mir das doch bitte mal einfach unter die Kommentare. Baobab, schon mal gehört, schon mal probiert? Das würde mich interessieren. Schreib es mir in die Kommentare, please. Okay, bye-bye. Die kommt von diesem Baum. Das ist der Baobab-Baum oder auch der Affenbrotbaum genannt. Und hier haben wir ein ganz großes, altes Exemplar des Affenbrotbaums.
trees as well. They have like where animals go, and also they have golf courts. So it's really huge, and they have mix of everything as well. Okay, yeah. Over there, there the river? Yeah, over there it's the river that we tried to cross it the last time. Okay. Yes. Okay, Hills, let's go on. So, wir fahren schon die ganze Zeit hier an Zuckerrohrplantagen vorbei. Ich bin der Überzeugung, hier gibt es eine ganze Menge Schlangen, hier im Zuckerrohrschilf. Jumbo, jumbo. Jumbo, jumbo, Papa. Hin und wieder bekomme ich hier einen kleinen Regenschauer ab, weil diese Zuckerrohrplantagen, die werden bewässert über ein ganz normales Sprinklersystem. Jumbo. Okay, Hills, so what are we going to eat? We are going to eat cassava as well as mandazi. We have mandazi, it's mm-hmm. like a bread. Yes. Vitumbua. As well as we'll have a tea. Super. Yes. I'm looking forward to it. Super. Okay. Super. Bagia? Yeah, we call them bagia. So we have vitumbua and we have maandazi. Mm-hmm. Yes. Okay. With tea? Yes. Do you want tea with the milk or black tea? A little bit milk is fine. Una mazia? Ya mazia, uwezi ukamchanganyia mazia. Hi, man. Hi, Bob. That's how we talk. Okay, das ist Cassava. Und dann haben wir hier ja, eine Art Soße, Dipsoße, da können wir das drin dippen. Ja. And this is a kind of bread, right? Yeah, this is kind of bread, but different one. Maybe you can try as well, and it's good putting with the pepper. Okay. Come to me. You want to come? I want to give you something. You want one? Your friend too? Your friend. You should come. Your friend. I give him. Your friend. He doesn't want? Here, I give you another one for your friend. Okay.
Caribou. You? Jumbo, Jumbo. Jumbo. You want to have one? Hawaii. Chewing gum, you want? Chewing gum. Yeah. You want? Yeah. Okay. Ciao, ciao. Hey, hey. Okay, I also take one. Okay. Oh, you have second one. Okay, okay, okay. 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 And I take one for my. Ciao, ciao, ciao. No problem. Sawa. Sawa. No problem. Yeah. So, what's your name? Your name? Name. Yes, your name. Tendu. Tendu. Yeah. Ah, Tendu. Yeah. I am William. 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 Yes. William. William. Tendu. And you? What? Garelian. Garelino. Yeah. So what's your name? Elia. Elia. Yeah. Elia. Elia and Tendu. Yeah. Okay. Uh-huh. Nice to meet you. Ciao, ciao. No, Nedra? William. My name is William, yes. William. Yes. Ciao, ciao. Okay, let's go. Twende? Twende. Chemuka. Okay, bye-bye. Aya. Bye-bye. Aaron, it's your turn. You look at that. You know, I'm showing you, Baba. Deal. You jumped from all the way, I think. No, from the same adventurous land. Okay, cheers. 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 Group. With water. Yeah. Cheers. You know Mbuzi? This is Mbuzi? Yeah, it's good. Okay. Cod? Good. That means fish? Hmm? Yes. No fish, goat. Goat? Yeah. Okay, I understood. Cod, C-O-D, because yeah. Cod is fish. Yeah, goat. like a bed. Yes. Smells lecker. Okay, wir sind unterwegs zur Simba Farm. Ich habe euch gerade erklärt, dass auf dem Chira Peak, da liegt kein Schnee. Hey, Hillary, on the Chira Peak, there's no snow, right? Yeah, no snow. Come on. No, there is no snow. Ah, ja, versteht das nicht. It's crazy. So, yes, no snow. Okay, yes, no snow. Ja, wir sind jetzt angekommen auf der Simba Farm Lodge. Und es ist, ja, ein kleines, aber sauberes, schönes Haus. Mit schönen kleinen Zimmern, zeige ich euch vielleicht auch noch. Und da verbringen wir jetzt die Nacht. Und morgen geht es dann in den Kilimanjaro National Park. Beziehungsweise nicht direkt in den Kilimanjaro National Park, weil wir sind ja mit Bikes unterwegs, mit Mountainbikes. Wir werden in den Zirkel, in den Kreis um den Nationalpark reinfahren. Das sind sogenannte, ja, wie nennen die das, Wildlife Management Areas. Jeder Nationalpark, das habe ich jetzt gelernt hier in Afrika, wenigstens in Tansania, aber ich glaube auch in Kenia, ist unterteilt in eine Kernzone und in eine WM
WMA or WMZ, eine Wildlife Management Area Zone. Das heißt, es wird ein Kreis drum gezogen um das Kerngebiet des Nationalparks, wo wirklich die wilden Tiere leben, also die auch potenziell gefährlich sind für den Menschen, wie Löwen und andere Raubtiere. Und um Konflikte zu vermeiden mit diesen wild lebenden Jägern zwischen den Menschen, zwischen der Bevölkerung, auch zwischen der einheimischen Bevölkerung hier und eben den wilden Tieren, sind diese Nationalparks eben mit diesen Wildlife Area Management Zones umgeben. Und diese Zirkel, diese Schutzzonen sozusagen um den eigentlichen Nationalpark, die werden von Rangern bewacht. Falls sich da mal ein Löwe oder ein anderes wildes Tier hin verirrt, dann wird versucht, eben das Tier so schnell wie möglich wieder in das Kerngebiet des Nationalparks zu verbringen. Aber auch im Kerngebiet des Nationalparks, wie zum Beispiel im Ngorongoro-Krater, aber wirklich mittendrin, leben teilweise Maasai-Stämme, die dort schon seit Jahrhunderten halt wohnen und die man einfach nicht so einfach umsiedeln kann. Und die leben teilweise auch in diesen Kerngebieten und die kommen natürlich mit den Tieren aus. Die haben jahrhundertelang das gelernt, miteinander zu leben und auszukommen. Wir dürfen natürlich mit unseren Bikes nicht in diese Kerngebiete reinfahren, das wäre viel zu gefährlich. Deswegen bleiben wir in diesen Randzonen, in diesen Kreisen um die Nationalparks. Und wir werden ja begleitet von einem Auto. Was heißt wir? Ich habe die Luxussituation, wir sind nur zu dritt. Mein Guide, Hillary, meine Wenigkeit und unser Fahrer. Und unser Fahrer wird uns immer begleiten mit dem Auto, weil auch in diesen Randbezirken, in diesen Zonen um diese Kernnationalparks, da gibt es halt sogenannte grasende Tiere, Grazing Animals, und dazu gehören halt auch Elefanten, Giraffen, Gnus und alle anderen großen Wildtiere. Und die können natürlich potenziell auch gefährlich werden. Wenn ein großer afrikanischer Elefant vor dir steht oder auch eine Giraffe und der ist zurzeit gerade nicht gut drauf, dann kann es auch brenzlig werden. Und deswegen haben wir dann auch die Möglichkeit, eben so schnell wie möglich dann eben, falls so eine brenzliche Situation mal auftauchen sollte, schnell ins Auto reinzugehen. Aber ich hoffe natürlich, und ich hoffe euch auch dann die Bilder zeigen zu können, dass wir auch diese großen wildlebenden Tiere wie Elefanten, wie den afrikanischen Elefanten und auch Giraffen und andere große wilde grasende Tiere, dass wir denen nahe kommen können mit dem Rad. Und das ist natürlich super, ne? Stellt euch erstmal vor, du stehst da mit dem Mountainbike und auf einmal taucht da so ein afrikanischer Elefant vor dir auf. Wow. Also ich bin mal gespannt, was in den nächsten Tagen noch so alles passiert. Wie gesagt, wir übernachten jetzt hier diese Nacht hier in der Simba Farm. Essen heute noch zu Abend natürlich. Und morgen geht's dann mit der Bike Safari weiter. Und ihr seid natürlich dabei.
Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, falls euch die Videos gefallen. Klickt auf die Glocke. Ich freue mich sehr, wenn ihr dabei seid. Bis bald. Ciao. This is me on YouTube. WTF, William Travel Frequently. Please subscribe, okay? Seasons come.